Heute bauen wir ein Rahmengestell für ein Lowboard oder Highboard. Ich weiß noch nicht, wie hoch es wird. Wir benutzen 25x25, machen 15 Grad dran. Da brauche ich dann die Grundbreite, die ist 1,60 Meter. Heißt, ich muss das, was das Material später raussteht, ich will die schräg haben in 15 Grad, die sollten unten bündig mit dem Schrank Außenkante rechts, Außenkante links sein. Jetzt müssen wir aber erstmal hier den Dingensbummens-Schrank hinfahren, der rein zufälligerweise auch die gleiche Höhe hat wie mein Tisch. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir stellen uns die Maschine auf 15 Grad ein, machen einen Probeschnitt und messen mit dem Digitalen nochmal nach. Messen nochmal. Jetzt haben wir exakt 15 Grad. Hey, das läuft ja wunderbar. Also Jungs und Mädels, die Dinger sind die Säge. Die ist echt genial. Ich verlinke die euch. Geht gut durch. Ich habe die jetzt einfach 50 cm lang gemacht mit einem Winkel gleichbleibend. Heißt hier oben 15 Grad und hier unten dann auch 15 Grad. Also nicht so, sondern auch so. Wie finde ich jetzt raus, wie breit ich unten bin? Dazu gibt es einen kleinen Trick. Es muss nicht 100% sein. Jetzt bin ich bei 1,80 Meter. So, jetzt bin ich außen bei 1,60 Meter. Das noch oben drauf. Und machen hier einen Strich. Und sägen es wieder ab. Und so mache ich die zwei jetzt und dann können wir eigentlich schon putzen zum Schweißen. Ich brauche jetzt noch 2 cm breiten und später 5 cm langen Stahl, 8 mal. Der ist 3 mm oder 4 mm stark. Da tun wir dann in der Mitte Löcher reinmachen, 6 mm. Dann nehmen wir meinen Autokörner. Mal gucken, wenn ich den finde, verlinke ich ihn euch. Körnen das an und bohren dann 6 mm Löcher durch. Fünf brauchen wir, ich bohre 7, weil ich nicht an die Genauigkeit glaube, wo nachher die Rampa-Muffen sitzen. Die müssen nämlich passen, sonst muss ich es nochmal aufbohren. Denn es kommt nämlich noch Holz dran an der Seite, nicht nur Stahl. Ich sehe gerade so holländisch aus, weil die Heizung hier heizt. Was ich euch empfehlen kann, ich habe mir gleich am Anfang vom YouTube-Kanal richtige Bohrer, Stahlbohrer bestellt, HSS von Bosch. Und habe seitdem keine Probleme, die letzten 3 Jahre. Und jetzt läuft mir die Brille an, heißt, ich sehe nichts mehr. Ich muss euch echt sagen, ich habe mich in diese Metallbandsäge jetzt schon verliebt. Jetzt tun wir alles putzen. Fächern, wir machen keine Phase hin. Oder doch eine leichte Phase, also wir schrägen leicht an, damit wir Material in die Schweißnaht reinbekommen und tun es nicht so stumpf aufeinander schweißen. Für die, die es nachbauen wollen, die langen haben 1,29,5 Meter und die hier sind 50 lang. So, allerdings müssen wir jetzt was machen, und zwar für die Eichenplatte, die hier nachher noch reinkommt. Halterungen bauen, die haben wir ja schon und jetzt müssen wir sie festschweißen. Da kommen jetzt die Halter dran und zwar 45 mm nach unten. Das hier ist nachher das Stück, wo die Querstrebe dran geschweißt ist. Und hier kommt ja dann noch das Holz rein, 18er. Deswegen habe ich mir hier das Ding hier gebaut, angeschrägt, damit es nicht anfängt zu brennen, wenn ich das Ding hier dran schweiß und die hefte ich jetzt erstmal, ziehe das Holz raus und schweiße es dann an und klopfe es dann im richtigen Winkel dran, falls es sich jetzt hochziehen sollte beim Schweißen. Und das mache ich jetzt 8 mal. Unten gehen wir bündig, besser gesagt 2-3 mm hoch und das Holz ist später auch ein Ticken länger als das Metall, damit
die Konstruktion auf dem Holz steht. Nur habe ich eins gelernt, ich habe jetzt schon lange nicht mehr geschweißt. Jetzt nehme ich mir irgendeinen Stahl und probiere es und wenn es klappt, zeige ich es euch. Ja, so sieht dann Naht Nummer 1 aus und jetzt mache ich noch 7 Stück und dann sehen wir uns wieder. Wenn man ein bisschen aufpasst, fackelt auch nichts ab. Wir werden jetzt, was werden wir denn jetzt? Ja, wir schweißen jetzt das hier zusammen, so wie es richtig gehört. Und da habe ich wieder was gemacht. Ich habe meine Vorrichtung, die ich gebaut habe, abgeändert. Der ein oder andere kennt sie. Ich habe hier jetzt einen 15 Grad Schnitt dran gemacht. Hier habe ich noch eine Ecke ausgespart, damit ich nicht hier hinkomme. Und jetzt kann ich das reinlegen. Und festspannen. Jetzt habe ich natürlich exakt die 15 Grad und kann es heften, wegmachen, schweißen, fertig. Und es passt auch. Wie ihr seht, das WIG-Schweißgerät von Stahlwerk, das reicht vollkommen aus für mich, also als Laie absolut. Und ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Was ich jetzt noch gemacht habe, war mit Aceton und einem Lumpen dieses Rohr oder Vierkantrohr frei von Fett gemacht. Ihr seht, das ist auch auf einmal heller. Da ist so ein schmieriger Film drauf. Wenn ihr im Obi geht und solche Stangen anfasst, ohne Handschuhe habt ihr schwarze Hände danach. Wenn das jetzt weg ist, sprühen wir es ein. Schwarz-matt habe ich entschieden und ja, da gibt es die Pistole. Die verlinke ich euch auch unten und dann schütteln wir und lackieren mal. Geschüttelt haben wir, jetzt sprühen wir. Die Rahmen sind jetzt fertig. Wir nehmen jetzt eine schöne Eichen-Leimholzplatte und machen genauso gleiche Winkel dran und versuchen dann mit der 50,2 cm zu machen. Natürlich sollten Winkel oben und unten identisch sein. Also nicht trapezförmig, sondern so. Und schneiden circa 1,5 Meter ab. Dann gehen wir in der Breite runter auf 35, weil wir haben ja die zwei Rahmen, die sind dann, sagt schon, 2,5 und 2,5 cm sind 5 cm, heißt wir haben Korpusstärke oben nachher 40 cm, also müssen wir mit dem Holz 5 cm runter. Jetzt habe ich 15 Grad eingestellt und mache hier den ersten Cut. Und jetzt brauche ich von dieser oberen Kante 50,2. Wenn das erste passt, was es tut, nehmen wir das zweite Brett, legen es auf das noch zu sägende drauf. Das haut hin. Dann nehmen wir das runter
und sägen noch einmal. Dann bauen wir mal auf. Und spannen das mal fest. Irgendwie. Dann nehme ich den Scharnierbohrer, setze ihn an und bohre einen Ticken rein. Dann nehmen wir 7,5 mm Bohrer. Du bist so bescheuert. So bescheuert bist du, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Fall runter. Und machen für M5 Rampamuffen rein. 4 Stück. Wir bohren 18 hat die Platte. Wir bohren 15 tief. Dann ist die tief genug drin und reißt definitiv nicht aus, wenn wir das Zeug da richtig fest anknallen. Was ich jetzt aber aus der Vergangenheit gelernt habe, war, dass wenn man eine Rampamuffe ins Holz reinmacht, es ausbricht. Deswegen nehmen wir von Wolfkraft den Senker und senken die Löcher schnell an. Dann schauen wir mal, wie wir die Dinger reinkriegen. Ich hoffe, du ziehst dich jetzt gerade. Naja, ist jetzt leicht schräg drin, aber wir haben keine Ausrisse. Das Dumme ist nur, ich habe keinen Schlitz, der breit genug ist. Ist ein bisschen kompliziert. Dann machen wir halt Trick 17. Wir nehmen Gewindeschraube, also Schraube mit zwei Muttern, dann auch noch die richtige Seite und dann können wir, wenn der Schlüssel richtig rum wäre, die Rampamuffe auch so reindrehen. Fertig. So, dann machen wir noch eine Spannunterlagscheibe drunter, dann noch eine Unterlegscheibe, finden das Gewinde und schrauben das fest. Und dann ist Feierabend. Teil 1 ist fertig. Es steht jetzt auch auf dem Holz und nicht auf dem Metall. Und ich finde, das sieht sogar richtig cool aus. Vielleicht mache ich auch noch irgendwie zwei Füßle unten ins Holz rein. Oder eher Filzgleiter vorne und hinten. Und dann wird die Sache schick. Im nächsten Video sehen wir dann den Aufbau oben. Und da bin ich schon echt gespannt, ob ich das so hinbekomme, wie ich es gerne hätte. Und ob das dann auch so gut aussieht, wie ich es gerne hätte. Aber das sehen wir dann im nächsten Video. Ja, weil vermutlich geht es mit den 15 Grad weiter. Ihr habt ja meine Regale schon gesehen, die ich gebaut habe. Wahrscheinlich kommt das hier oben auch aus Eiche. Oder diesmal aus Eiche. Und das wird, ja. Auf jeden Fall wird das ein richtig geiles Teil. Also dringend abonnieren. Zweiter Teil kommt demnächst. Und ja, ich finde die Optik jetzt schon geil. Das Ding sieht nachher brachial genial aus. Für mich natürlich. Also, abonnieren nicht vergessen und kommentieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin euch viel Spaß bei dem, was ihr macht. Ciao.